Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zum September-Schweizer Zeitmagazin bei «Schweiz 5». Das ist das Magazin von der Zeitung «Schweizer Zeit», das 14 täglich rauskommt und Hintergrundberichterstattung bürgerlich-konservativer Richtung verbreitet. Ich habe heute zwei interessante junge Gäste. Auf der einen Seite, zu meiner Rechten, der Herr Mike Egger Guten aus Abend. Bernegg im Kanton St. Gallen. Er ist der jüngste St. Galler Kantonsrat, ist wahrscheinlich gesamtschweizerisch einer der jüngsten Parlamentarier, die es gibt. Er ist gelehrter Metzger, kommt aus einer KMU-Familie, die das Metzgergewerbe schon seit Generationen betreibt, ist jetzt auf dem Sprung auch noch zu einer Weiterbildung. Aber jemand, der mit der KMU-Gedankenwelt eng vertraut ist, aus familiärem Hintergrund. Der Michael Bernasconi Guten Abend. ist Student von der Betriebswirtschaftslehre, studiert an der Uni St. Gallen. Auch er ist jemand, der sich mit der Herausforderung, insbesondere wo sich KMU-Betriebe gegenüber sehen, intensiv auseinandersetzt. Die beiden jungen Leute haben etwas Hochinteressantes gemacht. Sie haben eine Hotline eingerichtet, wo sich jedermann in der Schweiz, der glaubt, er käme irgendjemand einem Sozialmissbrauch, also einem Missbrauch von Sozialversicherung oder von Sozialleistungen auf die Spur, könnte melden. Und dann gehen die beiden Leute, also es sind noch mehr dahinter, gehen dieser Geschichte nach und schauen mal, was dahinter steckt und handeln dann je nachdem. Mike Egger, wie ist man auf die Idee gekommen, so etwas ins Leben zu rufen? Ja, die Idee ist daraus entstanden, da viele Leute gefragt haben, kann man da nichts machen in diesem Bereich? Sie kennen Fälle, die zu Unrecht soziale Hilfe beziehen. Und dann haben wir uns zusammen überlegt, was können wir da machen? Sind wir recherchieren, was tut da der Bund anbietet? Da ist relativ wenig, da muss man wirklich fast ein Insider sein, dass man weiß, wo man sich melden kann. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir mal eine Hotline auf, da kann man uns anrufen und die Probleme auch schildern. Und ja, da hat ziemlich grossen Erfolg gehabt. Wie ist das Echo gewesen? Was erfahrt man so, was da Anrufe kommt? Wie viele Anrufe kommen, Michael Bernasconi? Also das Echo war auf beiden Seiten, also positiv und negatives Echo haben wir bekommen. Am Anfang sind glaube ich etwa 40 Anrufe gekommen, so in der Woche, also ungefähr, ja, immer, also nur Teilzeit gehabt. Wir haben alles drunter gehabt, von Lob. Also, hey, gut, machen wir das? Gut, gibt es so etwas? Von konkreten Fällen, die uns geschildert worden sind mit dieser Hotline. Das sind die positiven Reaktionen. Ja, und dann und was sind die negativen dann? Ja, also die negativen sind sehr schnell mal in Beleidigungen geendet. Oder Stasi ist uns vielfach vorgeworfen worden. Wir wollen hier einen Stasi-Staat einrichten. Und ja, Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen bedroht fühlen durch so Hotline, haben uns dann auch angerufen und uns also aufs Übelste beleidigt, halt auch am Telefon, ja. Ja. Aber konkrete Fälle, also Material, das ihr nachher behandelt habt, habt ihr auch schon bekommen? Ja, das ist so. Ja. So Fälle haben wir einige bekommen. Also ich würde sagen, 70% sind konkrete Fälle von diesen Telefonen. Und vielleicht gerade mal ein Beispiel. Wir haben da von einer Frau gehört, eben, die ist im Dorf, geht ins Restaurant und alles tipptopp, kann feiern bis zur Nacht, weiss sie wenn. Kassiert aber Rente, eine hundertprozentige IV-Rente, geht zudem nebenzu noch arbeiten als Reinigungskraft. Und das ist einfach nicht im Verhältnis. Und so Fälle hat es mehrere gegeben. Dann die andere Seite vielleicht. Wir haben im Dorf einen Sohn von einem Bäcker. Der braucht jetzt einen neuen Stegenlift und der muss jetzt um jeden Franken für den Lift kämpfen. Und dort heisst es, nein, sie zahlen nur einen gewissen Anteil. Und ich finde einfach, also der ist behindert, der Sohn? Der ist schwer behindert, ja. Und ich finde einfach, da steht in keinem Verhältnis mehr. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass die die Hilfe brauchen, die auch überkommen. Und die es ausnutzen, die sollen bestraft werden. Das ist jetzt Ihr Anliegen, dass Sie solche Fälle konkret aufgeben. Also, wenn wir jetzt den Junge, also der Bekannte aus der Gemeinde betrifft, wegen dem Stegenlift. Was macht man mit so einer Meldung? An wen wendet man sich da? Ja, mit so einer Meldung, also ich gehe jetzt als Kantonsrat mal an den zuständigen Regierungsrat und werde ihm
fragen, wieso das da so ist oder ob wir da etwas machen können, dass da wieder besser kommt, dass die Leute Hilfe überkommen. Mhm. Und ja, selber habe ich im Kantonsrat eine Interpellation eingereicht, wo jetzt beauftragt oder so eine Meldestelle sollte der Kanton auf der Homepage einführen. Also Kantonsrat in deinem Fall heisst der Kantonsrat vom Kanton St. Gallen. Genau. Also im Kanton St. Gallen hast du dich gemeldet. Bei dir ist es der Kanton Appenzell-Innerrhoden. Dort werden die Strukturen ja vermutlich noch etwas ein einfacher sein wegen dem kleinen Kanton. Haben wir von dort auch Reaktionen? Also in Innerrhoden ist es eben so, ist eigentlich ein recht noch, sagen wir mal, ein konservativer Kanton und dort ist der Missbrauch auch sehr gering, also sagen wir es mal so, oder vielleicht also das gar ist der Eindruck, also, den ich, ja, den ich jetzt persönlich habe. Und es bestätigt es auch bei der Arbeitslosenquote. Ich glaube, Appenzell hat die tiefste Arbeitslosenquote. Und es ist alles, es hängt immer ein bisschen auch miteinander zusammen. Und auch von den Leuten, die man halt in Innerrhoden sieht, ist das noch etwas anders als St. Gallen. Ich bin aber auch in St. Gallen am Studieren und ich sehe halt dort auch ein bisschen mehr. Also wir haben uns auch mehr auf St. Gallen konzentriert, weil dort in unseren Augen der grössere Handelsbedarf ist. In grösseren Städten sowieso wird der Handelsbedarf in unseren Augen eh grösser. Das Problem, auch noch kurz, schnell noch, die Leute gehen ja, die den IV-Bezüger schwarz arbeiten. Das ist das Problem dann auch noch. Also mir wird eigentlich zweimal beschissen. Einmal zahlen wir Geld und zweitens gehen sie noch schwarz arbeiten, wo auch wieder Geld am Staat vorbeigeschmuggelt wird und illegal erworben wird. Wissen ihr dann, wie bis jetzt so Fälle behandelt worden sind im Kanton St. Gallen? Also hat man jetzt schon eine Meldestelle gehabt beim Staat oder so? Wie ist das gelaufen, wenn jemand bis jetzt etwas festgestellt hat, wo nach Missbrauch ausgesehen hat? Ja, ich habe ja eben Antwort auf meine Interpellation bekommen. Also, Kanton. Du hast dazu eine Interpellation gemacht im Kantonsparlament. Genau. Ja? Wie vorher schon erklärt, dass die Meldestelle auch auf der Kantons-Homepage aufgeschaltet werden soll. Dann war die Antwort, nein, das brauche ich nicht. Es hat von der SV-Anstelle, das ist die kantonal zuständige Stelle für IV, dort hat es da schon drauf. Bloß den Link findet man nicht sehr gut auf der Kantons-Homepage. Und dort haben sie dann gesagt, es haben sich einige gemeldet, etwa 400 Fälle sind das gewesen. Die haben es dann auch nachverfolgt. Und im Geschäftsbericht von der SVA habe ich dann entdeckt, 23 sind konkrete Fälle gewesen. Und die haben das missbräuchlich genutzt. Und da hat der Kanton St. Gallen dann 8,8 Millionen Franken gespart, weil man denen das Zeug komplett gestrichen hat. Und das zeigt für mich einfach definitiv, dass man da etwas machen muss. Wir tun ja immer in dieser Sendung auch zufällig auf der Straße antroffenes Publikum zu der Problematik befragen. Das haben wir auch jetzt gemacht. Ein paar Leute sind einfach mit der Frage konfrontiert worden, haben sie den Eindruck oder haben sie die Befürchtung, dass Sozialmissbrauch in der Schweiz überhaupt vorkommt, relativ häufig vorkommt, ist es ein echtes Problem. Jetzt wollen wir mal schauen, was da für Antworten eingegangen sind. Ja, das weiss ich jetzt gerade. Ja. Weil da ein Kollege von mir, dem sein Sohn, hat es jetzt verwünscht, der das gemacht hat. Ja, glaube ich schon, ja. Also einfach viel wird es wahrscheinlich nicht aufdeckt, aber ich glaube es schon. Und das trifft nachher die, die wir brauchen, umso schlimmer. Ein bisschen schon. Widersprochen hat niemand, dass es ein Problem ist. Was sagen Sie zu den Antworten, die Sie gehört haben? Ich fühle mich bestätigt. Also genau, das ist der Unmut, der auch uns immer vor der Hotline eigentlich auch entgegengegangen ist. Eigentlich, gerade weil wir politisch aktiv waren, sind die Leute ja eigentlich Anlaufstellen gewesen, damals oder auch immer noch, um etwas zu machen. Und die fühlen sich zum Teil auch ohnmächtig, weil sie irgendwie Angst davor haben oder das mitbekommen. Und sie brauchen irgendwie, wie es auch so ein bisschen da gezeigt ist, so ein bisschen Hilfewünsche oder jemand, der sich um das kümmert, also das zu wissen. Ja, mir hat auch eine Frau mal angerufen, vielleicht gerade noch mal als Beispiel. Die hat mich dann gefragt, ja, wo können Sie denn da melden? Dann habe ich ihr gesagt, sie soll sich doch mal beim Sozialamt, also es ist ein Sozialfall, sie soll sich beim Sozialamt in ihrer zuständigen Gemeinde oder Stadt melden. Dann hat sie das gemacht und mir dann prompt retour gerufen. Und sie hat dort einfach zur Antwort bekommen, wir können da nichts machen. Und das zeigt einfach definitiv, die Leute wissen schon gar nicht, wo hin. Und zweitens zeigt es noch, ja, es wird einfach auch nichts gemacht mit der Information oder sicher zu wenig gemacht.
Und was macht ihr denn mit diesen Informationen? Ich meine, indem ihr wisst, dass die Leute an der Wand genau. können reden können, erfahren ihr etwas. Aber könnt ihr jetzt etwas bewirken? Ja, auf jeden Fall. Eben jetzt im Kantonsparlament, dann haben wir in dem Komitee den Nationalrat Lukas Reimann dabei, der uns dort mit Vorstössen unterstützen wird. Und mit den Fällen, die wir sammeln können, können wir ein gewisses Druckmittel auf Behörden ausüben. Wir können sagen, hey, wir haben Beweis, da ist etwas rum, da läuft vieles schief. Und da kann man als Druckmittel in Gespräche verwenden, dass vielleicht dann auch mal so ein Antrag durchkommt oder so ein Vorstoß. Und wie reagiert der Kanton, also wie reagiert die Verwaltung vom Kanton? Die ist ja zuständig, dass die Fälle ordnungsgemäß abgewickelt werden. Wie reagiert die? Ja, der gehört dann natürlich nicht gern, dass man sie kritisiert, weil nach ihrer Meinung sind sie ja, machen sie das Zeug korrekt und machen seine Sache gut und das stimmt nicht. Also man kann dann auch mit Mitarbeitern dort reden zum Teil, die auch relativ frustriert sind oder sogar die ganz oben, die sagen, ja, wir machen Fehler, aber die, halt, die es verwalten, die sagen, wir machen keine Fehler und es läuft so gut und das ist unsere Sache. Und wenn eben aus 23 Fällen, hast du gesagt, 8,3 Millionen Sparpotenzial auftaucht, dann ist ja das wirklich nicht nichts. Also das ist eine bedeutende Zahl, 8,3 Millionen. Diejenigen, die darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass das Sparpotenzial oder das Korrekturpotenzial drin liegt, die könnten sich ja auch ein bisschen dankbar zeigen. Michael Bernasconi, was machen Sie da für Erfahrungen? Also wir machen das sicher nicht wegen der Dankbarkeit, sondern weil uns das Anliegen halt da ist. Und wir müssen auch sagen, wie die 8,3 Millionen, das sind jährliche Dinge zum Teil, wo, wenn das 10 Jahre nicht entdeckt ist, sind sich da noch viel mehr aufsummieren und alles. Also die Fälle, die wir nicht wissen oder nicht aufgedeckt werden, die sind Jahr für Jahr sind da permanente Zahlungen. Und da ist das Problem bei den Leuten, also, das ich sehe. Und das müssen wir bekämpfen. Und ob mir jetzt jemand dankbar ist oder nicht, weil wir das machen, das ist mir gleich. Hauptsache das Problem wird behandelt und erledigt. Falls eigentlich auch die Leute, die Sozialhilfe oder Sozialwerk beanspruchen, auch die bekommen und dass der Richtige zu gut kommt. Ist noch irgendein Beispiel, wo euch wichtig wäre, das zu vermitteln? Oder? Ja, vielleicht konkret kommt man gerade eins in den Sinn von einem guten Bekannten von mir, wo die Person sogar gefilmt hat. Also der hat auch 100%ige IV-Rente und der hat ihn dann gefilmt. Und beim schweren Arbeiten, beim schweren Lupfen von Autopneu oder Gartenarbeiten hat er gefilmt und er hat das Video dann eingeschickt. Und die Antwort war dann nicht so rosig, die er bekommen hat. Da hat es dann geheißen, über quasi nichts Besseres zu tun hätte und so Sachen. Ja. Und das ist für mich dann einfach auch ein Zeichen, dass da unbedingt einmal muss etwas passieren in der Verwaltung. Weil da kann man so sehen, das ist ein Geschäft unter diesen Leuten. Mhm. Das ist quasi eine Industrie, eine Sozialindustrie, die da aufgebaut wird oder aufrechterhalten wird. Ja, so. Du meinst damit, dass die Erhaltung des Falls wichtiger ist als die Lösung des Problems, kann man sagen? Ich könnte mir das durchaus vorstellen, weil die ganze Industrie eben, die gibt gute Jobs ab und gewisse Leute suchen noch so Jobs. Jetzt ist das ja schon ein Ausnahmefall, dass zwei junge Leute sagen, wir tun das Thema Sozialmissbrauch zu einem politischen Schwerpunktthema erklären. Das machen Finanzpolitiker, die schon eine gewisse Erfahrung haben aus der Politik, durchaus auch. Aber dass zwei junge Leute das aufgreifen, das ist also sicher eine Ausnahme. Das möchte ich jetzt hier so behaupten, an dieser Stelle. Habt ihr im Sinn, quasi eure eigene politische Karriere auf diesem Thema aufzubauen? Meine, das ist legitim, dass man sich auf etwas konzentriert, sich dort besondere Kenntnisse holt, Fachwissen holt und sagt, aus dem raus tun ich mich profilieren in der Öffentlichkeit. Habt ihr das im Sinn oder ist das etwas, wo ihr bis jetzt noch gar nicht daran gedacht habt? Nein, also ich denke definitiv nicht, weil politische Karriere gibt es nach meiner Meinung gar nicht. Entweder macht man Politik aus Leidenschaft oder man macht sie gar nicht. Und von dem her machen wir es einfach, weil wir denken, da muss es eine Veränderung geben, da muss jetzt endlich mal aufgeräumt werden und es soll endlich einmal den Leuten die Hilfe zu gut kommen, die Hilfe auch brauchen und sicher nicht denen,
die das ganze, auch gute System, das darf man da ruhig sagen, da ausnutzen. Die sollen bestraft werden, ist meine Meinung. Ja, und sie haben am Schluss einfach ein kaputtes System, wo die niemand mehr zahlen kann und dann haben wir es gar nicht mehr. Und das ist ja meine grösste Angst an der ganzen Sache, dass wir dann mal unser gutes System einfach, weil niemand mehr zahlen will, weil alle da sehen, dass da missbraucht wird, nicht mehr haben. Und dann haben wir dann auch ein Problem und andere, da geht dann auch in die Wirtschaft rein, oder wie sie gerade am Anfang gesagt haben. Also KMU-Politik ja. Und alles das. Wirtschaftspolitik interessiert mich mehr, aber das ist ein Teil von der Politik, wo das dann tangiert, wenn es nicht richtig funktioniert. Jetzt hat es bei euch angefangen mit dieser Hotline und dem Echo, der die Hotline ausgelöst hat. Es ist weitergegangen mit verschiedenen Vorstössen im kantonalen Parlament, wo jetzt die Möglichkeit besteht, seit du in diesem Parlament bist, die Vorstösse anzubringen. Jetzt hat es aber noch einen dritten Schritt gegeben. Ihr habt inzwischen ein Komitee gegründet. Was ist der Zweck von diesem Komitee? Was ist die Absicht, die hinter dem Komitee steckt? Michael? Ja, je mehr Leute das zusammen eigentlich an einem Thema arbeiten, auf so mehr Schultern kann man die Arbeit verteilen. Und eigentlich will man den Druck aufrechterhalten und auch langfristig eigentlich denken, dass man das eigentlich kämpfen, also immer weiter kämpfen damit, also bis es eigentlich behoben ist. Und das ist halt das Komitee eigentlich einfacher, um damit als Werkzeug zu schaffen, als wenn man nur das zweite eigentlich etwas bewirken will. Und also Mitglieder von diesem Komitee, die übernehmen sozusagen einzelne Fälle und sagen, ich gehe jetzt dem mal speziell nach. Oder was ist die Funktion von diesen Komitee-Mitgliedern? Also die Funktion ist, dass man Vorschläge bringt, wie man da kann, in Gesetzesbasis etwas zu machen oder was man soll machen, dass wir können irgendwie, dass der Kanton zwingen zum Beispiel, dass er etwas macht. Das ist die Funktion des Komitees. Und wenn man ein Komitee hat, der Druck, ich sage immer, der Druck muss von der Basis herkommen. Wenn da viele Leute sind, dann wird die Regierung dann irgendwann automatisch gezwungen, um etwas zu machen. Also jetzt sind wir noch 30 bis 40 Mitglieder momentan. Und wenn wir vielleicht mal irgendwann 100 oder 200 sind, hat das schon wieder eine wesentliche größere Aussagekraft als nur 10 oder 2 Mitglieder. Also man kann dann sagen, so im Politjargon, dann sind ihr dann kampagnenfähig. Also ihr könnt zum Beispiel eine Unterschriftensammlung in die Wege leiten oder irgend so etwas. Also das ist, der Zweck ist also Druckaufbau. Kann man ein, zwei Namen nennen von Leuten, die in diesem Komitee sich gemeldet haben? Oder sind das vorwiegend auch wieder junge Leute oder hat es da solche, die schon ein bisschen älter sind? Also vorwiegend sind da junge Leute. Ganz bekannt, habe ich schon gesagt, Lukas Reimann, Nationalrat. Dann gibt es aber auch ältere Leute sicher. Wir haben auch Leute von der FDP darunter, von den Jungfreisinnigen. Ja, quer durch den Garten, kann man sagen. Mhm. Wir haben eine weitere Frage den Passanten auf der Straße gestellt, nämlich die Frage, was soll denn konkret unternommen werden, dass man Sozialhilfemissbrauch mindestens eindämmen kann oder möglichst ganz zum Verschwinden bringen. Auch da hören wir jetzt an, was die Leute dazu gesagt haben. Gute Frage. Die Gesetzgebung wäre ja da. Ob wir Gesetze anders machen müssen, das weiss ich nicht. Ich glaube, man muss dort anfangen, bei denen, die es verteilen. Dass dort keine Fehler passieren. Dass die es brauchen, bekommen und die es eigentlich nicht brauchen, dass man die besser kontrollieren kann. Da kann ich nachher so nicht antworten, keine Ahnung. Das sind einigermaßen hilflose Reaktionen. Was ist eure Reaktion auf das, was man da gehört hat von den Leuten? Es bestätigt eigentlich so ein bisschen die Hilflosigkeit, die uns auch am Anfang ein bisschen entgegengekommen ist. Und jetzt eben so zu den Massnahmen, damit die Gesetze, die vielleicht eventuell geändert werden müssen, ist ja ein Teil. Es muss ein anderer Teil muss in der Mentalität der Leute halt auch wieder sein. Es sollte wieder eigentlich eher voll sein, als man wirklich denen das lässt, was sie brauchen und nicht selber nimmt, wenn man es nicht braucht. Und da braucht es vielleicht auch wieder ein Umdenken in der Gesellschaft, wo in den letzten paar Jahren vielleicht auch ein bisschen verraucht ist. Mhm. Ja, vielleicht wieder dort hin, zum Solidaritätsprinzip, so wäre es ja eigentlich aufbauen. Oder? Dort müssen wir wieder hinkommen, das kann ich nur bestätigen. Und vielleicht auch mit gesetzesmässig können wir eben mehr Inspektoren machen, die dem Zeug auch nachgehen. Eben eine gute Anlaufstelle, wo man so Zeug könnte melden, dass dann die Inspektoren quasi nachgehen müssen. Mhm. Aber
Also meine, wenn man die Gesinnung ändern von den Leuten, also dass man in den Leuten das Bewusstsein wieder schärft, diejenigen, die Hilfe brauchen, sollen die Hilfe überkommen, sollen sie auch nicht knauserig überkommen, aber diejenigen, die Hilfe missbräuchlich beziehen, die sollen gestraft werden. Das ist ja die Philosophie. Nicht? Mhm. Und ja, wie bringt man das fertig, dass zum Beispiel mal ein exemplarischer Fall wirklich mit einer Strafe geahndet wird, sodass es die Öffentlichkeit auch merkt? Ja, da wird man eben mit den Inspektoren fertig bringen. Es sind ja auch zum Glück ein paar Fälle an Presse gekommen, die missbräuchlich sind. Und nachher muss man halt die zum Beispiel sagen, gut, jetzt zahlt ihr da alles retour und so weiter und Massnahmen ergreifen. Wenn sie nicht zahlen können, was ja wahrscheinlich bei den meisten der Fall wird sein, dann muss man halt sagen, gut, dann gibt es Gefängnisstrafen, dann sitzt ihr da ab, aber ihr werdet einfach bestraft. Weil es kann nicht sein, dass eben die Hilfe von denen zu gut kommt, die sie brauchen, nicht zu gut kommt und die anderen, die können sie beziehen. Da muss man wirklich einen Riegel schieben und da muss man die Leute vielleicht, die es missbrauchen, auch ganz klar erziehen. Und man darf da nicht, in meinen Augen nicht zu fein sein, weil schlussendlich ist da nichts anderes als Diebstahl an den Bedürftigen. Mhm. Also das ist, wie ich einem Behinderten etwas klauen würde. Eigentlich ist da nichts anderes, als man nimmt ihnen das Geld weg, das sie brauchen. Und da sind eigentlich schon, also sehe ich noch ein bisschen Strafpotenzial mehr, als man da die Strafe auch für den Sozialmissbrauch anpassen tut im Bundesbären. Das wird auch noch viel zu wenig gemacht, aber da verstehe ich, die bürgerlichen Politiker kommen im Moment auch nicht durch. Und da haben wir den Lukas, Lukas Reimann, der bei uns eigentlich das Bundesbären eigentlich unsere Interessen auch vertritt. Und dort müssen wir auch ansetzen. Und wenn wir genug viele Leute im Komitee sind, dann können wir vielleicht auch mit der Initiative mal rechnen, wo wir die Gesetze vielleicht ein bisschen verschärfen tun. Also das sind genau alles Massnahmen, die wir uns überlegt haben. Wird das in eurem Komitee diskutiert? Also sind da konkrete Ideen, wie man da vorgehen will, auch auf politischer Ebene, um den Sozialhilfemissbrauch in den Griff überzukommen? Ja, da wird sicher diskutiert. Das ist ein Thema, das die Jungen bewegt, darf man das so sagen? Das darf man so sagen, weil die Jungen machen sich auch Gedanken. Weißt du, wenn ich mal in so eine Situation komme, dass mir ein Unfall passiert oder so, komme ich in ein paar Jahren überhaupt noch Geld über oder sind die Systeme schon so kaputt, dass es da nichts mehr gibt? Und darum sind wir eben der Auffassung, wir müssen irgendetwas schaffen, wo man erstens die Fälle mal melden kann und zweitens irgendwo jemand umeinander ist, der dem nachgeht. Und wenn wir das nicht parlamentarisch durchbringen, dann müssen wir wirklich schauen, dass wir vielleicht keine Initiativen machen, dass so etwas verpflichtet wird zu machen. In welcher volkswirtschaftlichen Dimension sind wir denn eigentlich, wenn wir das Sozialwesen mal gesamthaft betrachten? Ich meine, um was für einen Gesamtbetrag geht es in der Schweiz? Im Zusammenhang mit Sozialhilfe und mit all diesen Unterstützungen, die da laufen? Ich meinte um die 60 Milliarden herum, glaube ich, ist so der Betrag, wo immer ein bisschen rumschwebt. Genau bestimmen kann man es wahrscheinlich selten, weil es lauter verschiedene unabhängige Sachen eigentlich sind. Und was tut man halt zu der Sozialhilfe oder Sozialwerk eigentlich noch erzählen und was nicht. Aber ein grosses Problem genau für das volkswirtschaftliche Ding ist eben, dass viel Geld fließt aus dem Schweizer Kreislauf, sagen wir auf Spanien oder weiss ich wo, raus. Eigentlich sollte man Sozialhilfe oder eigentlich alle Sozialwerke in der Schweiz vor allem schauen, dass man die auszahlt, weil dann hat auch die Gesellschaft wieder etwas davon. Und dass das Geld dann halt auch wieder im Schweizer Wirtschaftskreislauf verbleibt und nicht irgendwelche ins Ausland abfließt. Sicher gibt es ein paar Ausnahmefälle, wo man... Also das sind Behinderte, wo Behinderung eigentlich in der Schweiz Tatsache geworden ist, aber die sind jetzt nicht mehr in der Schweiz wohnhaft. Das sind die Personen. Ja, und eigentlich sollte man ja das eigentlich schauen, dass das vielleicht in der Schweiz ausgezahlt wird und dass da eigentlich auch der Schweiz dann wieder zugutekommt. Da reden wir von viel Geld, wo auch im Wirtschaftskreis, auch im Konsum endet. Und es gibt wieder Arbeitsstellen, die auch wieder einzahlen. Ist die Tatsache, dass da zum Teil Leistungen im Ausland bezogen werden, ist das die Ursache für besonders häufigen Missbrauch? Oder gibt es da mehr Missbrauch als bei den Fällen, die in der Schweiz abgewickelt werden? Weiss man da überhaupt etwas? Oder haben da bloß Vermutungen? Oder? Ja, die Zahlen die kann man nicht nachforschen. Auf der Bundesseite heisst es sowieso, der Missbrauch sei so klein, das sei nicht relevant. Zahlen von Kantonen beweisen ja doch das Gegenteil, dass es sehr relevant ist. Und ich könnte mir persönlich gut vorstellen, dass der Missbrauch im Ausland grösser ist. Weil man kann sich ein schönes Leben machen mit der Rente, die man hier kassiert, wenn man irgendwo in ein armes Land hineingeht.
Und so etwas ist einfach ja, zu verbieten oder zu streichen, so Zahlungen ins Ausland. Und sonst sicher dort am Lohnniveau vom Ausland anpassen. Jetzt, um gerade bei dir zu bleiben, Mike Hecker, du hast durch einen Vorstoss, den du kürzlich im St. Galler Parlament gemacht hast, ziemlich Aufsehen erregt. Es passt einigermaßen in die Umgebung hinein, oder erklär selber, wie das in die Umgebung hinein passt. Was war der Vorstoss? Ja, der Vorstoss war, dass man ein Handyverbot für kriminelle und renitente Asylbewerber fordert. Oder allgemein mobile Kommunikationsmittel. Ja, das passt. Sofern da rein, dass viele ja Sozialhilfe überkommen. Und für mich ist da einfach die Frage, ja, wenn die wirklich das Geld noch für ein Handy ausgeben, statt für das, was ja eigentlich da wäre, die Hilfe essen, für die Familie ernähren. Also das passt für mich nicht so zusammen. Sie tun immer sich beschweren, wir haben so wenig, aber für das Handy reicht es immer noch. Das betrifft ja wirklich nur die Kriminellen. Aber dass man da gerade das Handy wählt als Strafmassnahme, da steckt ja sicher schon eine Überlegung dahinter. Ja, da ist ganz klar eine Überlegung dahinter. Ich sehe es an mir selber. Ich will auf mein Handy auch nicht mehr verzichten. Und ich glaube, die wollen eigentlich auch nicht auf ein Handy verzichten. Und da ist die Überlegung. Da fällt einem schwer. Haben Sie so das diskutiert in dem Komitee? Also, ich meine, das ist ja klar darauf ausgerichtet, dass man gesagt hat, dort tut es weh, wenn man etwas macht. Das ist jetzt eine Massnahme, wo einschenkt, sagen wir mal, wo Unwillen erregt, wo gerade der junge Mensch, der da getroffen ist, das hat er nicht gern. Ja, das ist ja der Sinn von einer Strafe, schlussendlich. Wenn eine Strafe nicht wehtut, ist ja keine Strafe. Also, und das ist ja genau das Problem, das wir im Moment haben. Wir haben keine Strafe, also Sie sehen unsere Strafe nicht als richtige Strafe an. Und das ist einmal ein Ansatz. Wir haben jetzt nicht gerade im Komitee so diskutiert, aber es ist ein Ansatz, den ich noch durchaus mit dem Mike teile, weil das ist mal wirklich eine Strafe. Mhm. Aber ich stelle das jetzt als Vermutung an, nicht? Dass man in diesem Komitee sich überlegt, was muss man dann machen, dass eine Massnahme trifft. Wenn man dem sagt, ja, wenn man da jemandem einen Buss gibt, dann hat er zwar einen Buss, aber weil er sie nicht zahlen kann, hat es keine weiteren Auswirkungen. Und da ist ja durchaus möglich, dass da junge Leute, wenn sich einmal überlegen, was hat denn Auswirkungen, dass sie auf gute Ideen kommen. Ist so zu sehen, oder? Ja, durchaus, ja. Ja. Ist da noch allenfalls noch weiteres zu erwarten? Ja, ich denke schon, dass da weiteres zu erwarten ist von unserem Komitee, dass da neue Ideen auch kommen. Ja. Ich fehle eben zum Beispiel, wie man die Leute bestrafen könnte oder wie man da irgendwie Massnahmen machen könnte, dass halt irgendwie bestraft wird und die Leute wieder ein bisschen erziehen können. Um dann wirklich korrekt zu nutzen, so Sachen, so Dienstleistungen. Jetzt kommt man, wenn es um Sozialhilfemissbrauch oder um Angaben über Sozialhilfe überhaupt geht, immer in Konflikt mit einer anderen Gesetzgebung in der Schweiz, die hoch entwickelt ist, nämlich Datenschutzgesetzgebung. Also man stößt an eine Wand, in der es heisst, ja, darüber darf die breite Bevölkerung gar nichts wissen. Das ist gerade die Persönlichkeitssphäre von Betroffenen. Da darf man nichts machen. Und das ist ein echtes Problem, gehe ich jetzt mal davon aus. Haben Sie da schon Erfahrungen und wie beurteilen Sie das, Michael? Das ist so ein Konfliktpunkt halt auch mit der Hotline. Wie weit darf man da oder können wir das machen? Und es ist ja nicht die breite Öffentlichkeit, die diese Informationen dann bekommt. Es ist der Staat, der das Geld auch verteilt. Also wenn ich Geld von jemandem will, dann kann ich auch Informationen geben. Oder? Also kann man auch sagen, ja, ich muss zuerst wissen, ob es dir schlecht geht oder nicht. Also ich denke, dort ist es weniger ein Knackpunkt. Die Daten werden ja auch nicht in den Zeitungen veröffentlicht oder so etwas Ähnliches. Also gewisse Kontrollmechanismen und Werkzeuge muss natürlich der Staat schon haben, sonst kann er ja nicht handeln. Das leuchtet uns schon ein. Die Frage ist nur, wie weit und inwiefern und wie ist es politisch möglich, das zu handhaben? Also, dass da ein Konsens auch vielleicht ein bisschen besteht oder dass es mehrheitsfähig halt ist. Und dass wir im Komitee immer noch am Diskutieren, wie weit geht es, wie weit kann man das machen. Und das ist immer eigentlich, ja, muss man halt auch schauen auf die Mehrheitsfähigkeit. Ja, also bei dieser Hotline sind die Daten dann immer anonymisiert worden. Mhm. Also da ist nie ein Name oder so raus. Darum müssen wir uns auch an den Datenschutz halten, ganz klar. Und ich bin einfach der Auffassung, eben, wenn ein Verdacht, ein wirklich konkreter Verdacht bei der Behörde liegt,
dann sollen die auch können sagen, wir brauchen die Daten über die und die Person, wir brauchen das Wissen, und dann sollen die Daten auch überkommen. Das ist schon ganz normal. Kann man damit umgehen, oder hat es schon Konflikte gegeben aus solchen Auseinandersetzungen? Also hat es zum Beispiel eine Klage gegeben, dass ihr irgendetwas behandelt habt, wo jemand sagt, dass ihr überhaupt nichts zu behandeln? Also nein, eine Klage, jetzt nicht. Eine Klage hat es nie gegeben, es hat Androhungen gegeben. Es geht rechtlich nicht mit dieser Hotline, aber wir haben dann natürlich schon im Voraus abgeklärt, ob das rechtlich geht. Und sofern wir die Daten wirklich anonym behandeln, ist das absolut kein Problem und das machen wir. Das haben wir mit Juristen besprochen. Und genau. Ja, ja. Wir haben die Datenschutzfrage auch dem Publikum auf der Straße gestellt, weil da ist man immer wieder damit konfrontiert. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das Publikum das Konfliktfeld Datenschutz auf der einen Seite, Sozialhilfemissbrauch auf der anderen Seite beurteilt. Lassen wir uns die Antworten vorführen. Ich würde es so beibehalten, wie es ist. Also ich würde noch lockern zugunsten von denen, die es wirklich brauchen. Dann würde ich noch lockern den Datenschutz mal. Festhalten. Ja. Nicht so eindeutige Antworten. Wie beurteilt ihr das, was die Leute sagen auf der Straße? Ja, das ist ganz klar eine Meinung, die man akzeptieren muss und eine Meinung, die ich auch verstehe durchaus. Es geht ja unserem Beispiel nur darum, dass man bei Verdachtsfällen, bei wirklich konkreten Verdachtsfällen, den Datenschutz auflockert und sicher nicht bei allen. Das ist ganz klar. Es ist aber auch politisch schon etwas im Gange. Also der Parlament, ich glaube, Bern hat jetzt gerade ein bisschen die Lockerung des Datenschutzes bei Sozialhilfe gelockert. Also ich denke auch, den Diskurs müssen wir einfach auch mal ein bisschen anregen. Und das ist wahrscheinlich auch eine philosophische Frage, wie geht der Datenschutz und eine rechtliche Frage. Und vielleicht braucht es da einfach auch mal einen Diskurs, dass man ein Verständnis für alle Seiten und ein bisschen Lockerung wäre natürlich auch schon zu begrüßen im Schutz von denen eigentlich, die auch das Geld von der Sozialwerke brauchen. Wir haben ja in der Schweiz auch ein Grundsatz, der finanzieller Natur ist, nämlich dort, wo eine Aufgabe selbstverantwortlich, vollständig von einem Einzelnen erfüllt wird, dort hat auch niemand etwas nachzufragen oder zu untersuchen. Dort soll der Datenschutz vollumfänglich bestehen. Dort aber, wo jemand Geld von der Öffentlichkeit in Anspruch nimmt, dort hat die Öffentlichkeit auch einen Anspruch zu wissen, wie wird denn das Geld verwendet. Kann man von dem ausgehen oder ist das nicht, verhebt das nicht, wenn es um Sozialhilfe oder eben Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch geht? Wer will antworten? Ja. Wie gesagt, es ist sehr, sehr philosophisch, aber ich bringe es jetzt mal in den wirtschaftlichen Kontext. Ein Investor, der Geld in Unternehmung wird investieren, der dort auch nicht ohne gewisse Informationen investieren, wie es um den Erhalt der Unternehmung geht. Und da gibt es ja auch schon den Streitpunkt, wie weit muss die Unternehmung blank ziehen, ja, für zum Schlusszeichen vom Investor. Also gewisse Lockerung ist sicher zu wünschen, aber ganz der gläserne Bürger ist wahrscheinlich auch nicht mehrheitsfähig bei den Leuten. Also jeder den ganz gläsern und ganz transparent muss sein. Ich denke, so weit kann man nicht gehen, aber einen gewissen Teil oder den wichtigen Teil mit den wichtigen Informationen, den kann man sicher lockern. Also, denke ich. Man kann man natürlich auch sagen, jetzt als im bürgerlichen oder konservativen Lager angehörend, ist mir ja klar der Meinung, dass der Staat an sich nichts angeht, was ich mache. Erst dann, wenn ich vom Staat etwas beanspruche, hat er selbstverständlich das Recht, zu schauen, macht er das, was er dafür Anspruch stellt und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir von der konservativen Seite plötzlich zu den Vorkämpfern werden, von dem, dass man da eben als gläserner Mensch auftreten muss. Ja, so ist es sicher so. Also, da kann ich nur bestätigen, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ich denke einfach, eben, Sie wollen uns kontrollieren, wenn wir etwas von Ihnen nutzen. Und es sollte eben auch umgekehrt sein. Ich nehme an, wir zahlen ja alle unsere Steuern und so. Und dann haben wir auch Anrecht auf eine Transparenz, die uns die Zahlen öffentlich macht. Also, da bin ich klar der Meinung, die sollen da offenlegen, ganz klar mit einem Geschäftsbericht, wo auch vielleicht auch jeder Bürger geht, was genau für Zahlen das hier
vorkommen und wie der Missbrauch stattfindet und was uns alles kostet. Ein Geschäftsbericht zum Beispiel über die Sozialhilfe, wo Sozialhilfemissbrauch auch dokumentiert. Genau. Das wäre etwas. Das wär, könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil dann hätten die Bürger, die uns ja auch fragen, wie das aussieht, was man da machen kann, endlich einmal einen Anhaltspunkt, was da wirklich am Tun ist und am Gehen ist im Ganzen. Gleiche Meinung? Ja, ich bin sehr ähnlicher Meinung. Nämlich, man kann nur eine gute Strategie entwickeln, wie man eigentlich Daten sammelt und weiss, wo Probleme sind. Und wenn man das nur verschwiegt und unter den Teppich kehrt, weiss man nie genau, wo ich ansetze, wo ist die Wurzel vom Übel, wo kann ich, welchen Hebel kann ich eigentlich aktivieren, dass ich das Problem bekämpfen kann. Und im Moment tappen wir alle noch im Dunkeln. Es wird mir weiss, ja, mal so, das ist vielleicht eine Methode, wo vielleicht Sozialhilfe missbraucht wird. Oder das ist eine Methode, aber wir haben keine Sicherheit. Und so kann man sicher gewisse Strukturen erkennen und gewisse Tendenzen, die man natürlich dann auch bekämpfen kann. Die Frage, die sich dann stellt, also ich muss sagen, ich finde die Idee mit der Dokumentation von dem Missbrauch, zum Beispiel in einem jährlichen Rechenschaftsbericht, den man über die Sozialversicherung ja ohnehin erstellt, finde ich sehr interessant. Die Frage aber ist die, wir haben am Anfang beide gesagt, er stoßt auf mehr oder weniger starke Ablehnung bei eurer Tätigkeit bei der Verwaltung, also bei der Funktionäre oder Beamte, die mit diesen Fragen zu tun haben, die Berichte, die Rechenschaftsberichte, das ist ja etwas, was die Verwaltung im Auftrag der Politik macht. Also, es braucht dann wahrscheinlich dort auch einiges an Umdenken, dass man mit diesen Missbrauchsfällen offen umgeht. Wie beurteilt ihr das? Ja, ich glaube, da braucht es durchaus ein Umdenken, dass man nicht vielleicht, auch wenn es nicht schön ist, um so etwas zu sagen, dass das stattfindet, auch wenn man das nicht will zugeben will, das ist schwierig und da braucht es ein Umdenken, ist meine Meinung. Vielleicht müssen wir auch irgendwie machen mit dieser Verwaltung, dass die alle 5 Jahre wechseln, könnte ich mir vorstellen, dass neue Leute reinkommen und die dann nach einer Zeit gehen müssen. So kann es dann auch nicht zu quasi Tschöppli wiedergeben und so. So können wir das ein bisschen unterdrücken, sage ich jetzt einmal. Da wird natürlich dann sofort Gegenposition kommen und sagen, ja, wenn ihr da immer Unerfahrene einsetzt in diesem Bereich, dann nachher macht man es im Betrüger eigentlich leichter. Es muss ja zuerst jeder mit Betrüger eigentlich Erfahrungen sammeln, bis er hinter die Schlicht kommt, wo da gezogen werden. Wie ist da die Abwägung zwischen diesen zwei Positionen? Also ich glaube, da wird irgendwo ja festgehalten, wo ein Betrug ist. Und da gibt es ja Dokumente, wo man da dann könnte nachlesen könnte, wie so etwas gemacht wird, wie so etwas aufgebaut ist. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann kommt man irgendwann auch ein bisschen auf die Schliche und weiss, wo etwas nicht stimmen kann oder wo irgendetwas ein bisschen faul ist, sage ich jetzt einmal. Also gerade die Verwaltung wird wahrscheinlich auch keine Freude haben von dem. Man schreibt ja nicht gerne Sachen, wo man selber irgendwie ein bisschen versagt hat. Und dort muss genau das Umdenken stattfinden. Man muss eigentlich wieder denken können, okay, wir haben Fehler gemacht, aber wir schauen jetzt, wie wir die Fehler korrigieren können. Und jetzt ist es einfach, wir machen Fehler und wir verstecken sie mal, und also die uns bekämpfen. Und dort muss das Umdenken stattfinden, so quasi, okay, wir machen Fehler, aber wir schauen jetzt zusammen weiter, wie wir es bekämpfen können. Wobei, ich glaube, also insofern schaue ich es als nicht so schwierig an, indem man sagt, ja, man appelliert an die Verantwortung den öffentlichen Geldern gegenüber. Man kann ja durchaus als Funktionär auch eben Erfahrungen, die man macht mit Betrügereien, wo man erst mit der Zeit dahinter kommt, das kann man ja durchaus dokumentieren. Und da ist ja nicht der Zweck der Übung, dass man nachher den Funktionär irgendwie an den Pranger stellt, sondern dass man feststellt, ja, ist eine wertvolle Erfahrung, mit die will man nutzen. Habt ihr auch schon mal daran gedacht, mit solchen Verwaltungsleuten in einen Dialog zu treten? Ja. Also zum Beispiel mal ins Komitee einzuladen, zu einer Diskussion oder so etwas? Oder könnt ihr euch das vorstellen? Ich war an einer Sitzung mit dem Sozialamtschef der Stadt St. Gallen. Und das war sehr ein guter Dialog. Der hat auch offen kommuniziert, dass es Fehler gibt, ganz klar. Und dass ihnen einfach auch zum Teil Themen gebunden sind, um etwas zu machen. Das kommt von einer höheren Stelle, denke ich. Da müssen wir jetzt auch nachhaken. Wie und weshalb sind da Hände gebunden? Ja, einfach, sie dürfen nicht machen, weil da
kann ich fast nicht mehr sagen, weil der will auch dort bleiben, wo er ist. Ja, also es geht nicht. Sind, darum einen oft. Sind es gesetzliche Hindernisse oder sind mehr persönliche, persönlich so persönliche Einflussnahmen? Also persönlich so wie gesetzliche Hindernisse, die da wirklich sind. Und da müssen wir auch wirklich darauf arbeiten, dass die Behörden geschützt werden, wenn sie jemanden öffentlich machen und sagen, da ist ein Missbrauch, dann müssen wir aufklären. Dann müssen wir die Leute auch schützen und sagen, hey, der hat seinen Job gut gemacht, der hat da etwas aufgedeckt, der hat kommuniziert, alles korrekt gelaufen. Und so Leute sollte man dann nicht an den Pranger stellen und sagen, ja gut, jetzt bist du halt entlassen. Mhm. Man sollte die Leute auch mehr schützen und vielleicht auch diesen Ämtern viel mehr Kompetenzen geben. Vielleicht auch, muss man dann auch wirklich einmal mehr Personal machen, das kann ich mir durchaus vorstellen, wo dann wirklich irgendwie Abteilung ist gegen den Missbrauch, der dort vorgeht, aktiv. Mhm. Noch etwas ergänzen? Wegen dem Personal. Ja. Das sagen, ich denke sicher viel wieder, oh, da kannst du wieder auch viel. Aber wenn einer, sagen wir vier oder fünf Sozialschmarotzer aufdeckt, dann ist der mehr als zahlt die Stille. Also über Jahre hinweg. Also das wird, die Kostenrechnung tut sich da dann schon rechnen. Also, und da ist es wirklich einmal gut investiertes, also investiertes Geld. Ja. Mhm. Und. Also ich sage jetzt das als jemand, der neu gehört, was ihr mit dem Komitee macht. Ich meine, aus gewisser Erfahrung habe ich auch im Umgang mit Ämtern. Es ist ja etwas anderes, ob man mit einem Amt redet im Rahmen von einer Kommission oder ob man mit einem Amt redet im Rahmen von einem Komitee, das dann öffentlich ist. Und meines Wissens ist das ein Weg, den wir vermutlich gehen müssen, dass das öffentlich diskutiert wird, dass eben das Bewusstsein, dass man da Korrekturen anbringen muss, dass das ein Verdienst ist, wenn man so etwas macht. Da können wir jetzt ja nicht ausklammern. Oder? Wir haben den berühmten Whistleblower-Fall vom Kanton Zürich, wo es genau um solche Fälle gegangen sind. Also die betreffenden Frauen, die zwar am Schluss einen Beobachterpreis bekommen haben, da also den Prix Courage, aber bezüglich den Ämtern haben die dann schwerst durchgemacht. Haben das einmal genauer angeschaut? Und was sagen Sie dazu? Ja, das ist gut, wir reden da wahrscheinlich nicht so gerne im Kanton Zürich, also in Rödler und St. Gallen, ja. aber natürlich ist es hat mich einfach persönlich, als Mensch hat es mich schon ein bisschen betroffen, weil die haben ja eigentlich das Richtige gemacht in meinen Augen und haben jetzt wirklich den Job und die Lebensexistenz ein Stück weit verloren gehabt. Und das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein, also als Mensch jetzt persönlich. Und es sollte eigentlich nirgendwo in der Schweiz der Fall sein, wenn jemand seine Arbeit eigentlich gut macht, dass er dann den Beruf verliert. Also ich finde es eine Katastrophe, was der Kanton Zürich gemacht hat mit diesen Frauen. Also die Stadt Zürich? Also die Stadt Zürich, gemacht hat mit diesen Frauen. Das Sozialamt von der Stadt Zürich, um das ganz genau zu sagen. Und das darf sicher nicht wieder vorkommen, so etwas. Also da ist nicht zu dulden, ganz klar nicht. Und es ist wichtig, dass die Frauen auch den Preis bekommen haben, dass wenigstens eine kleine Anerkennung haben für den Aufwand, den sie sich haben und auch das, was sie mitgemacht haben in den Ämtern. Wissen Sie, hier in der Schweiz werden die entlassen und kriegen die Strafe. Und in Amerika wird ein Whistleblower auf eine andere Art mit 106 Millionen beschenkt. wo selber aber ein Verbrecher war, schlussendlich. Also da ist irgendwo die Tätigkeit auch in meinen Augen nicht mehr angegeben. Also da meinte ich auch, dass man das amerikanische Beispiel nicht unbedingt anwenden. Auf der anderen Seite ist zu sagen, das stimmt, dass man das Publikum hat die beiden Frauen belohnt, hat ihnen eine hohe Wertschätzung zukommen lassen, aber das Bundesgericht hat sie nachher noch verurteilt. Zwar ist es eine symbolische Verurteilung, aber vom Gesetz her hat man sie müssen verurteilen. Wird das diskutiert bei euch? Da wird sicher diskutiert, dass so Leute, und was machen wir? Die hoffentlich irgendwann mal eine Änderung bewirken. Da wäre dann Stufe Nationalrat, wo da entsprechend Vorstoß kommen. Und eben, so Zeug ist einfach, das ist eigentlich lachhaft. Die zwei Frauen haben ihren Job gemacht und zwar sogar sehr gut gemacht. Und dass man die bestraft, also ich kann es nicht verstehen persönlich. Ja, ich mag mich erinnern, sie haben beim Obergericht vom Kanton Zürich gewonnen. Dann hat,
also mehr als nur moralisch gewonnen. Nicht? Und dann hat der Verteidiger von ihnen hat gesagt, das ist das Maximum, das wir erreichen können, gehen ja nicht weiter. Und dann sind sie weitergegangen. Und das Gericht, also das Bundesgericht, hat nachher eigentlich müssen sagen, wir müssen die beiden Frauen aufgrund der geltenden Gesetzeslage verurteilen. Das war ja noch ein besonderer Aspekt. Also, ich sage das frei raus. Ich finde das sehr verdienstvoll, wenn da junge Leute in einem Komitee die Problematik aufgreifen. Und ich glaube, der Staat hat euch einiges zu verdanken, dass er das macht. Also, jetzt einfach noch als Schlussfrage an beide. Wenn jemand in einem Betrugsfall als schuldig erkannt worden ist, was ist dann zu machen? In meinen Augen hart bestrafen, also sicher mit Gefängnis und unbedingt. Das ist in meinen Augen verhältnismäßig, ist da noch gegeben. Weil das ist ein Diebstahl behinderte und notleidende Leute. Ja, also da denke ich auch. Sicher ins Gefängnis, wenn sie nicht Retour zahlen können und sonst ganz klar Retour zahlen. Und ja, Zahlung ganz klar abstellen natürlich, wenn der Betrug aufgedeckt wird. Und ja, wie gesagt, bestrafen halt. Besten Dank für eure Teilnahme an der heutigen Sendung. Meine Damen und Herren, ich konnte Ihnen zwei junge Leute präsentieren, die teilnehmen am staatlichen Geschehen, die Initiativen entwickeln, persönlich. Ich glaube, das war eine interessante Begegnung. Und das zeigt im Publikum, dass es junge Leute gibt mit Initiativen. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder in einem guten Monat, am 26. Oktober. Dann ist wiederum ein junger Gast bei uns. Und dort reden wir dann über das grosse Verschuldungsproblem in Europa. Also es geht dort um Geldschöpfung und um das Geldsystem. Ich freue mich, Sie dann wieder begrüßen und wünsche Ihnen einen guten Abend. Mit nochmal bestem Dank an meine beiden jungen Gäste. Danke vielmals. Danke. Thank you.